Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 7. Gerrit möchte noch ein bisschen geheilt werden. Wir haben ein paar Samurai-Hosen gefunden. Ja. Ich habe die mal eingepackt, die sollten wahrscheinlich mehr wert sein als so ein komischer Lederharnisch. Aber so genau weiß ich das nicht mehr. So, jetzt schauen wir uns beim Affenkäfig um. Knopf. Klack. Kein Rattern von Gittern oder so. Gibt es hier sonst? Also der Knopf muss ja wichtig sein. Muss man vielleicht den Hebel nochmal? Ne, den kann man nicht nochmal. Was hat das jetzt mit dem Knopf getan? Okay, panisches Klicken zählt als gemachter Schritt und triggert einen Encounter. Da müssen wir jetzt leider durch. Ach, was hat das jetzt verändert? Gleich nochmal genauer die Karte gucken. Vielleicht ging auch irgendwo eine Wand auf. Aber zur Not können wir nochmal ins Gefängnis gehen. Da soll ja irgendwo das große Geheimnis liegen. Wenn es nach unserem chaotischen Typ da geht. So, Karte. Ist jetzt hier aufgegangen? Oder waren wir dort noch nicht? Killeraffe? Ja, der Thronraum dahinter. Ah, das war vorher nicht. Ah, wir können in den Thronraum. Oder sollen wir zuerst nochmal in den Keller? Zu den Gefängnissen? Wir buffen zumindest mal eine Zauberklinge. So fürs Gefühl. Schatten tanzen an den Wänden dieses düsteren Raums und die Leere scheint bis in den letzten Winkel zu dringen. Verblichene Wandteppiche zeigen vom Kerzenlicht erhellt Bilder von Kriegen und glorreichen Schlachten. Ihr erkennt, dass sich um Abbildungen längst vergangener Geschichte handelt. Hier wurde wohl vor langer Zeit die Staatsgeschäfte geführt und politische Entscheidungen getroffen, aufgrund deren gewiss auch Köpfe rollten. Die düstere Stimmung in diesem desolaten Raum wird nur von einem auf einem Thron sitzenden Gestalt gestört, welche ihrerseits trostlosen Gedanken nachzuhängen scheint. Okay, wir haben scheinbar nicht den König gekillt, sondern es war wirklich nur ein Lord. Okay, wir schauen uns mal noch um. Bis dahin kann der Herr vielleicht irgendwie vergessen, dass wir einen Lord getötet haben. Was habe ich jetzt getan? Hi. Ein paar Speerträger getriggert. Die sollten kein Problem sein. Ach, vielleicht ist er so in seiner Welt versunken, dieser König, dass er von der Außenwelt nichts mitbekommt und auch nicht mitbekommt, wenn irgendjemand verstirbt. Oder vielleicht wollte er diesen Lord ja eh schon tot sehen. Und wir haben ihm einen Gefallen getan. Und wir könnten doch noch Freunde werden mit den Gorn. Vielleicht. Ich versuche es mir schön zu reden. Ihr tretet vor den aus verschlungenen Knochen bestehenden Thron. Nichts deutet darauf hin, dass die darauf sitzende Gestalt euch bemerkt hat, aber dann beginnt sie mit tiefer Stimme zu flüstern. Haben die Götter endlich beschlossen, mich von meinem Elend zu erlösen? Wie seht diese jämmerliche Gestalt, aber das war nicht immer so.
Wie die Orchideen in den Feldern verblüht sind, obwohl meine Armee noch besteht, ist ihre Stärke nur ein Schatten ihrer selbst, denn ihr Wille ist gebrochen. Und jetzt kämpfen sie gegeneinander, verloren ist jener Stoff, der das Herz reinigt und Liebe und Leidenschaft erst möglich macht. Die Vision ihres Schicksals ist zerschmettert, zerstört von euch, die ihr von den Sternen herunterkamt. Ja gut, das stimmt. Welch bittere Ironie, dass eure Gesichter jetzt so höhnisch vor mir stehen. Seid ihr die Quälgeister, die meine Träume bis in alle Ewigkeit heimsuchen werden? Ich hoffe es mal nicht. Oder seid ihr nur gekommen, um euer Schwert durch mein Herz zu bohren und mein Leid auf dieser Welt zu beenden? In diesem Moment sehe ich alles so klar vor mir. Welten, die sich aus anderen Welten entfalten. Die Grenzen der Zeit werden einfach übertreten, wie man vom Garten aus in den Wald tritt. Wie die Fischlein im Ozean, die in den Tag hinein leben, ohne von den unbekannten Universen zu wissen, die über ihnen liegen, so nah und doch unerreichbar. Genau wie jeder Mensch, der jeden Tag all diese Galaxien um sich hat, die sich wirbelnd drehen und die noch nie richtig gesehen wurden. Außer diesen kleinen Vorfällen, die ihm unter die Augen kommen und der Quell tausender Geschichten von Wundern und Göttern sind, ich bitte euch, verzeiht meine Abschweifungen. Könnte ich euch nur meine Gedanken entgegenschleudern? Stattdessen muss ich mit diesen schwachen Worten Vorlieb nehmen. Sagt, Fremde, was bringt euch in diesen Zeiten her? Ja, wir suchen halt diesen Astral Domine, ne? Und er klingt so, als wüsste er was davon, weil er von diesen Welten, die aus Welten geboren werden, spricht. Und das ist ja das, was dieser Astral Domine kann. Ich glaube, so schreibt man das, ne? Solche Geschichten bedeuten wenig gegenüber Dingen, die so viel wichtiger sind. Überlasst diesen König seinem Schicksal und geht. Das war vielleicht die falsche Antwort. Können wir das nochmal machen? Ja, jetzt sagt er wieder seinen Text. Vielleicht hätte ich Friede sagen sollen. Das dauert jetzt leider. Vielleicht kriege ich noch einen anderen Gedanken. Liebe, Leidenschaft, Vision. Vielleicht mal nach einer Vision fragen. Ansonsten, ich würde jetzt halt gern viel versuchen, aber das dauert ja immer Jahrzehnte, bis man wieder was versuchen kann. Wir versuchen jetzt noch eins. Und zwar Friede. Und dann gehen wir nochmal runter in die Gefängnisse. Und hier mit ihm noch ein bisschen rumquatschen. Das kann ich dann nach einer Pause nochmal versuchen. Vielleicht kriege ich da noch irgendwas raus. Ich klicke halt dauernd und dauernd und dauernd und es dauert. Oder vielleicht sagt er auch, egal was man sagt, immer das Gleiche. Das kann natürlich auch sein. Oder darf seinen Gedanken fragen. Ich sag Friede. Solche Geschichten bedeuten wenig gegenüber Dingen, ja,
die so viel wichtiger sind. Okay, dann war das die Standardantwort. Aber ich meine, hier muss es irgendwas geben, weil wir mussten den Affen füttern, dafür mussten wir vorher die Bananen finden, um hier halt reinzukommen. Das fühlt sich noch unvollständig an. Ah, in der Mitte waren wir nicht. Gibt es hier in der Mitte irgendwas zum Finden? Nein. Okay, dann schauen wir nochmal Karte, denn wir gehen jetzt zum Gefängnis. Gefängnis war nicht da unten, sondern da unten unten, ne? Spiel, wir haben es eilig. So, du kümmerst dich um die, damit die uns nichts tun. Und derzeit tun wir den vorne was an. Da unten müssten wir dann theoretisch noch 5 Zellen öffnen können. Und wir haben keine mehr da mehr. So. Tothauen und dann gehen wir Gefängnis suchen. Zurück, hier so, da so, da genau, da ist die Leiter, dann finde ich die Gefängnisse. Die sind nämlich dann einmal ganz außen rum und dann die Treppe unter. So, hier, keine Gefangenen ärgern, dann machen wir hier links mal weiter. Benutzen, du hattest den, ne? Oder die, nein, hat er nicht. Wer von euch hat die Schlüssel, die ich suche? Ich wusste, dass sie noch da waren. Da. Gustav hat die Schlüssel. Dann mach du mal benutzen, Gustav. Stahlschlüssel. Kunst. Rein da. So, hier soll ja jemand drin sein. Wow, eine Echse. Okay, oh mein. Gefängnisse der Schlüssel sein sollen. Bisher haben wir nur Bananen gefunden. Also, da scheint sich etwas zu bewegen, ja. Rein da. Was hat sich hier bewegt? Viel Schleim. Okay. Schleim konnte man nicht einschläfern. Das ist gerade ein bisschen kacke.
Können wir Schleim irritieren? Also diese chromatische Gedönse. Du schlägst vorne und du auch. Nein, Schleim kann nicht irritiert werden. Macht irgendwie auch Sinn. Aber wir räumen relativ gut auf. Dell, du stehst es durch. Stinkende Galle. Gerrit ist krank. Adrian ist krank. Daryl ist krank. Sehr schön. Läuft dann doch nicht so gut, wie ich dachte, dass es läuft. Kümmern wir uns gleich drum. Okay, jetzt sind wir so langsam alle krank. Und kotzen uns wahrscheinlich die Seele aus dem Leib. Okay, das riecht nach Atombombe. Sehr streng. So, dann mach du mal Krankheit heilen. 5 auf dich selbst. Du machst Krankheit heilen. 5 auf dich selbst, falls es funktioniert. Daryl konnte es. Doch, kann er. 5 auf dich selbst. Fenrir macht sich bitte dünner. Gustav zaubert Krankheit heilen 5 auf sich selbst. Und du machst bitte eine Atombombe. Warte, da ist ein bisschen, aus dem Ufer gelaufen. Ja, alle kotzen. Einer hat sich geheilt. Also Daryl und Gustav sind wieder kotzfrei. Sehr schön. Nicht auf Thoralf, bitte. Der muss eine Atombombe rauskriegen. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Was ist aus der Atombombe geworden? Kann mir das mal jemand sagen? Ich habe natürlich zu schnell geklickt und mich auf die Bombe verlassen. Mach du mal bitte Krankheit heilen 5. Hä, was habe ich jetzt getan? Krankheit heilen 5, zaubern auf Andrea. So, Thoralf, wir müssen reden. Was habe ich getan? So. Oh. Jetzt will ich eine Atombombe sehen. So, Andrean ist geheilt. Atombombe, danke. So, hier wird gestorben und das ist gut so. Dann hauen wir uns aufs Ohr, nachdem wir Gerrit geheilt haben. So. Nee, Gerrit heilt sich besser nicht selber. Zack. So, alle geheilt. Kurz hinhauen. So, bis Fenrir voll ist, dann heilen wir ein bisschen nach. Andrean, hau du mal ein bisschen Mana raus. 4 auf Daryl.
Dann machst du uns noch die Zauberklinge. Und dann macht Gustav Wunden heilen 4 auf sich selbst. Und dann sind wir in einigermaßen gutem Zustand und ziehen weiter. Sie haben ja noch nichts gefunden, was ein wichtiger Schlüssel sein könnte. Ah, oh, hi, ich habe dich gesehen. So, was hat das jetzt gebracht? Nichts Offensichtliches. Na gut, dann mal nächste Zelle. Hat hier sich auch was bewegt? Bitte, Quatsch, keine Zauber. Bitte nicht wieder so viele Schleime. So, Starschlüssel. Zwei einsame T-Wing. Umklappen, go. Schön. Das ging ja mal flott. So, gibt es hier auch einen Schalter? Nein. Dann schauen wir weiter. So, da bewegt sich auch was. Benutzen, Gustav. Stahlschlüssel. Zwei Käferlein. Die sind auch sehr schnell Geschichte. Schön. So, dann muss, glaube ich, noch eine Zelle fehlen und dann haben wir hier alles. Ah, ich denke, dass das durch irgendeinen Knopf aufgegangen ist. Ich habe so das Gefühl, das ist das, was er mit Schlüssel gemeint hatte. So, das dumpfe Gefühl. Schauen wir gleich. So, den einen Raum werden wir auf jeden Fall noch öffnen. Aber ich schau mal gerade, ob sich hier noch was verändert hat. Ah, da hinten. Da ist jetzt was. Dann machen wir jetzt erst die Tür auf und dann gehen wir gucken, was da passiert ist. Und das sieht dann nach dem aus, was wir hier finden sollten, aber wir probieren auf jeden Fall noch den Schlüssel, damit der sich hoffentlich aus unserem Inventar verdünnisiert und wir hier einen Platz mehr haben. So, Schlüssel, bist du weg? Schlüssel ist weg. Ich weiß noch nicht, ob wir diese Pfeife und die Pastille auch noch brauchen werden. Oh, das weiß man nicht. So, Radkin, Liebe. Du kümmerst dich um die da hinten. Ihr schlagt vorne drauf und go. So, noch ein Dieb. Null Dieb. Nee, doch noch ein Dieb. Jetzt null Dieb. Ein T-Rank ist weggelaufen. Habe ich natürlich kein Problem damit. Und Maul. So, Gefängnis gesäubert.
25 Kugeln? Ach, Schleudergedönse. Dann lassen wir bitte hier. Ich würde das jetzt zwar nicht unbedingt Kugeln nennen, Spiel, aber ist recht. So, und dann war hier vorne. Oh, das ist ein Loch. Da schauen wir uns mal in der nächsten Folge an, was wir da tun. Ich denke mal, levitieren oder so. Ah, wir schauen mal. Bis gleich.